Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Hierbei heißen wir auch Zock, das hat das Pferdchen, egal. Natürlich wieder mit Kollege Harry. Hallo zusammen. Ich habe ihn so lange verprügelt, vor 2-3 Videos, man hat es vielleicht gesehen. Da dachte ich bin ihm noch was schuldig, deswegen darf er jetzt nochmal ran. Harry spielt also. Gut. Ich würde sagen, guck doch mal auf die Map, weil ich möchte wissen, ob das Gebiet hier noch rot ist. Kann man bejahen. Mal rauszoomen. Ja, ist alles rot. Okay, inklusive Blackwater. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, was es hier zu tun gibt. Hat er nicht irgendwas gesagt, von wegen, er will noch sich umsehen oder so? Irgend sowas war, ja. Ja. Vielleicht ein bisschen im Camp umsehen, oder gibt es da ein paar Leute, die schon auf uns warten? Jetzt zuckelt aber die Map nicht mehr. Fahren wir nochmal raus, sorry. Haben sie das? Ja, ein bisschen zittert's noch. Ich dachte gerade, ob sie das vielleicht auch gefixt haben hier, aber naja. Okay. Ja, wieder ins Spiel rein. So Gesuch, Ermittlung, unbekannte verdächtige Person, ja, das bist aber du. Oh, aber looten kannst du natürlich noch ein bisschen. Wir können das Geld gebrauchen und wir können mit E. Wir können auch natürlich Munition gebrauchen. Das sieht nämlich auch nicht mehr so doll aus. Jetzt haben wir da Arznei bekommen. Naja. Da plündern wir doch mal. Plünder doch mal. Wir sind dann immer. Das war wieder Geld, okay. Oh, Revolvermunition. Wir bräuchten aber Schrot halt. Also wenn wir irgendwann mal nochmal einen Händler sehen, müssen wir Schrot-Munition kaufen. Da liegt noch einer. Den habe ich schon. Den hast du schon? Ja. Hier liegen doch noch mehr. Wir haben doch hier... den schon? Ja, den hast du auch schon. Oh, Moment. Da redet jemand mit dir. Oh. Oh. Okay, die haben dich umzingelt. Egal. Jetzt mal gucken, wie Harry schießt. Mit Q, gleich bist du tot. Mit Q kannst du in Deckung gehen. Mit Q? Wo ist denn Q? Q. Q wie Kugel? Okay, das hat nicht geklappt. Also wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten. Nein, er spielt zum dritten Mal. Einfach, falls jetzt irgendjemand denkt, mein Gott, das macht er. Ja, er macht, versucht was er kann. Bestes. Ja, genau. So, wo Spawn war? Vielleicht ist er jetzt wieder Ruhe. Weil jetzt sind wir gestorben, jetzt müsste das Kopfgeld ja in dem Sinne eigentlich wieder verfallen sein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Gute Frage. Idyllisches Plätzchen. Was? Jetzt ist da ein Fragezeichen, aha. Aber ich glaube, wir sollen da eben, das ist schon sollen auch noch irgendwie dahin? Eine Mission. Allerdings ist das weiß, das heißt, es ist nicht die Hauptstory. Geh doch mal kurz mit der Map ein bisschen raus und guck, wo es gelb ist. Weil das ist dort, wo dann die Hauptstory weitergehen würde. Hier im Lager. Das wäre hier. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir das mitnehmen? Ist ziemlich nah, oder? Ja, dann drehen wir wieder den Stein um. Das muss dir klar sein. Ist es hier nicht mehr? Naja, man weiß es nicht. Ja, ich würde hingehen, weil, also ich meine, ein Fragezeichen lockt natürlich schon irgendwie. Irgendwie, oder? Also vor allem, wie er sagt, es ist nicht rot. Das heißt, vielleicht immer eine schöne Frau, endlos Geld. Nix wie hin. Ein paar Kekse? Keine Ahnung. Und ein Paket Kies. Genau. Pferdchen. Was habe ich gemacht? So, einmal hüpfen mit E. Versehentlich in die Ego-Perspektive gewechselt. Hä? Versehentlich in die Ego-Perspektive gewechselt. Ja, kann sein. Da müsste V. So, weil er kann ja nicht reiten. So. Nee, ich kann auch so nicht reiten. Aber anders, kann er, anders kann er überhaupt nicht reiten. Genau. Stimmt der Weg? Jawohl, jetzt rechts. Ich mache ein bisschen GPS. Ja, das ist sehr gut. Bei der nächsten Gabelung rechts halten. Ich halte. Route wird neu berechnet. Genau. Folgen Sie dem Pfad. Genau. Für 7 Meilen. The Path of, wie geht das bei Pulp Fiction? Was für ein toller Film. Ich weiß auch nicht, wie jetzt darauf kommen, aber Pulp Fiction. The Path of the Righteous Man is besides bla bla bla. Yeah. With Furious Younger I'm going to... Nicht den Rahmen. Ach du grüne Neune. Schon mal was. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Ja, hallo. Er hat dich heimtückisch attackiert. Ich hab's gesehen. Voll. Ist er tot? Mach mal plünder den. Und ich würde ihn vielleicht ein bisschen ins Gebüsch. Das war ich nicht. Das war das. Hat's mich geschlagen? Ja, das hat dich getreten. Ja, du darfst nicht hinter das Pferd. Das Pferd sieht hat hinten Arznei, keine Augen. Das Arznei, denkt. Weiß nicht, was es denkt, aber ihr. Das will nicht, dass du hinter ihm stehst. Platintaschen. Also, heb mal auf den Mann. Aufheben. Ja. Vergiss den Hut nicht. Ein Stress. Echt jetzt? Ja, der Hut ist ja egal. Und schmeißt ihn irgendwo ins Gebüsch. Irgendwo immer so ein bisschen. Da, Fluss.
Oh, ich höre schon wieder Stimmen. Ich auch. Ach, komm, ja, ey, aber nicht mit dem auf der Schulter. Wo willst du denn hin? Ach so, ich dachte, du willst in den Fluss reinballern. Ja, hier. Zack. Da steht was, stand was von fremde Person. Okay. Ausleuchtung an. Ah, hallo. Oh, ein Fotograf. Ach, cool. Mein Hobby. Rechte Maustaste. Mach ich doch, da steht Ziel. Aha. Okay, dann kannst du nichts machen. Aber zur Kamera kannst du mal. Rechte Maustaste. Ziel. Zeuge, oh, Ermittler. Ein Zeuge. Und der sagt gar nichts. Jetzt ermitteln sie wieder. Oh. Dann musst du den entweder wegmachen oder abhauen. Ja. Wo wolltest du hin, gleich nochmal? Keine Ahnung. Oh, da kommen schon irgendwelche. Reit weg, hau ab. Nicht Pferd anbinden. Nein, ja, wir werden jetzt das Pferd anbinden. Nicht. Aha, falsche Taktik. Jetzt rennt's. Okay, genau, wir reiten einfach weiter unserer Markierung nach, weil wir wollen gucken, was da beim Fragezeichen ist. Jetzt wird halt wieder ermittelt, aber mein Gott, ja, es wird halt immer mal irgendwo ermittelt. Das war das Fragezeichen, glaube ich. Machen wir nochmal M. Ach, echt? Ja, aber hier ist jetzt alles rot. Jetzt ist es weg. Wo ja, ist der okay. Fotograf? Dann würde ich zurück. Aber warum hat das jetzt nicht geklappt, dass du mit dem redest? Ich bin sicher, das war wieder irgendwie eine Quest. Ich meine, der Fotograf steht da nicht einmal dagegen drum und... Ja, da hast du bestimmt recht. Ich guck mal, was ist das hier? Der Fotograf, der wegreitet? Der Zeuge wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. So sieht es zumindest ein bisschen aus. Ja, lass den mal reiten, weil so schnell kommen wir hier nicht mehr zurück. Also zurück ins Lager? Ja, im Prinzip ja. Jetzt ist ja wieder die Frage nach Schnellreise. Man könnte das mit dem Zug machen, das kostet aber jedes Mal eine Stange Geld. Können wir auch reiten, oder? Ja, soweit ist es nicht. Mach mal. Ja, okay, das schaffen wir. Okay, einmal über den Fluss rüber. Frohen Mutes, einmal drehen. Das war der Zeuge übrigens. Los geht's. Ah ja? Soll ich den erschießen? Falls du den noch... Ja, das kannst du. Du musst nicht, aber du kannst... Ah, lass doch den in Ruhe. Ist ja ein Fotograf. Das ist irgendwie... Na komm. Ich denke, das ist ein friedlicher Kerl. Und der hat auch keinen Stress gemacht. Also, ob jetzt der wirklich Zeuge ist... Ach, das war der Fotograf? Nee, den will ich nicht erschießen. Fotografen sind eben, okay. Ja. Mond und Fotografen. Ja. Beides gute Leute. Ein Güllewagen. War das ein Güllewagen? Sah ein bisschen so aus, so wie so ein Öltanker. Einmal die Schienen kreuzen. Aha. Ja, jetzt müssen wir mal wieder schlafen. Dafür wollen wir eigentlich ins Lager. Aber dann, bevor du jetzt zusammenbrichst, ist doch noch was. Ein Tabulator. Braucht's? Ja, wenn hier, wenn der bremst und dann steht dort, da kann er gesucht. Gesucht, wir haben gesucht, wir müssen weg hier. Schweine. Oh, das wäre was für Obelix hier. Schweine, da lang. Ja, aber dein Zossen und du hier krach gleich zusammen. Nee. Ja, guck dir den mal an und oben stand und unten sieht man ja. Siehst du, wie es blinkt? Ja, das blinkt noch ein bisschen. Hat das nicht mit den... Die Herren einfach nicht rahmen. Nee, siehst du, wie ich geschickt um die rumgeritten bin? Aber gönn doch dem Pferdchen jetzt in Möhren und dir vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Kann doch nicht schaden. Möhrchen, okay. Ja, Moment, ich helfe. Was haben wir denn hier alles? Oder ein Drink? Kekse, ja, so ein Keks ist gar nicht schlecht. Jetzt blinkt es nämlich schon nicht mehr so krass. Hat zwar nicht so viel gebracht, aber ein bisschen was hat es gebracht. Und ein Möhrchen fürs Pferd. Was ist das denn? Klassische Haferplätzchen. Ja, die mögen. Die sind gut fürs Pferd. Die mögen sie auch. Kriegt das das Pferd? Ja. Vielleicht nochmal kurz loben. Loben? Good boy. Gutes Pferd, gutes genau. Pferd. Und jetzt weiter düsen. Oh, auch eine coole schön. Brücke. Eieiei. Lauschiges Plätzchen hier oben. Ja, sowieso. Yep. Eigentlich wäre es eine schöne Stelle gewesen, so für ein Lagerfeuer. Ja, absolut. Aber wir sind jetzt auch nicht aus romantischen Gründen hier, sondern weil wir eben zurück wollen. Howdy. Die suchen uns, glaube ich, nicht mehr. Also, nee, wir sind jetzt halt in einem Gebiet, wo sie uns nicht mehr suchen. Ja. So muss man sagen. Nein? Doch? Ich wäre jetzt gerade ausgeritten. Instinktiv wäre ich beim Fluss geblieben. Ich warte gespannt auf den Moment, wo wir überall, wo wir hinkommen, sagen, ja, hier haben wir das und dort haben wir jenes. Vollmond. Ach, der mit seinem Mond. Echt. Aber schön, nicht ganz voll, aber... Das ist übrigens in Ego-Perspektive noch schöner. Ja, das Reiten ist da... Hat uns der Güllewagen wieder überholt?
werden wir die Kekse gefuttert haben? Offensichtlich. Er war ein bisschen schneller. Es dunkelt ein. Oh, darunter? Musst du tatsächlich... Oh ja, in den dunklen Wald rein, mitten in der Nacht. Reitet so schnell durch Nacht und Wind. Das war bei Kingdom Come auch nicht so gut, wenn man nachts in den Wald muss. Da hinten ist ein Lager, guck mal. Ja, das ist unser Lager. Ach echt jetzt? Okay. Ja. Sind wir schon da? Das ging ja jetzt wirklich schnell. Naja, wenn man es kann. Aber dann ab in die Haie gleich. Pferdchen anbinden hier? Ja, und rechte Maustaste. Ne, musst du nicht mehr. Aber du musst genau stehen. So, dann bin ich. Nee. Jetzt. Meine rechten Übungen. Jetzt dauert es ein Momentchen. Ja, ging schneller wie bei mir letztens. Da hat er sich nochmal überlegt, ob er das Pferd anbinden soll. Das Inventar brauchen wir nicht, mein Pferd. Nee. Yes. Ja, da ist der Kollege, den wir befreit haben. Oder? Arthur! Oh, Arthur! You seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy. Ja, der muss ins Bett. We having a party? Maybe. Party cool. Er kann sich kaum mehr vom Bein halten. Egal. Wir haben ihn befreit, das muss gefeiert werden. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder am Saufen, bis er wieder überall diese Lorraine sieht. Oder wie hieß der andere? Jeff oder Jeffrey oder sowas? Ja. Dann der Kneipe? Ja, ja. Ich erinnere mich, keine Ahnung mehr, wie er hieß. Können wir uns da hinsetzen? Rechte Maustaste? Nee, kannst du grüßen. Ja, dann grüßen wir mal. You have no idea. I can imagine. I'm sure you will. Wo ist hier die Party? Wo kriege ich hier was zu trinken, zu essen? Hallo. Okay, wir sind gerade nicht bereit für andere Aktivitäten, weil wir gerade feiern. Du musst immer mit der rechten Maustaste, dann siehst du, was du machen kannst. Und wenn es ausgegraut ist, kannst du nichts machen. Karen. Ich kann immer noch. Ach so. Ich gebe doch mal die Ego. Hier hast du ja keinen Kampf. Singen anfangen. Aber mach das in der Ego-Perspektive. Ich komme nicht in die Ego-Perspektive. Habe ich gedrückt. Ja, mach nicht. Dann mach. Dann sing. Sing so. Ich sing. Na, sing mal. Ich drücke eher wie länger drücken. Mach ich doch. Ach, er singt. Singt aber jetzt. Er singt. Können wir jetzt in Diego? Ego gesperrt, während er singt. Okay, er schämt sich wahrscheinlich. Geh mal zu den anderen. Das hält ja kein Mensch aus. Ja, ja, genau. Ihm gefällt's. Er mag Mond, er mag komische Lieder. So, Leute, du musst doch aufhören zu singen. Entschuldigung, das war das Mikro. Echt jetzt? Ja, er. Darf ich hier nicht? Deko-Perspektive ist weg. Hast du kaputt? Ja, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, hat er kaputt gemacht. Genau. Kannst du dich setzen? Nö. Da ist Platz frei. Oh. Na, da auf dem Baumstamm. Nee. Also könntest du mit John reden. Ganz genau hinstehen. Ja, das kann auch sein. Ich kann ihn nur grüßen oder verärgern. Auch das nicht wirklich. Weil das ausgegraut. Ja gut, dann fallen wir eben die Party. Der Morgen bricht eh schon an. Aber ich würde jetzt tatsächlich trotzdem nochmal schnell schlafen, sonst kommst du hier überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Auch wenn sie gerade Party feiern. Oder meinst du nicht? Mein Gott. Wir schlafen. Rasieren? Nein? Nee. Kannst du wahrscheinlich gar nicht. Doch. Schlafen. Wobei bei dem Krach schlafen? Naja, warum nicht? Können wir ihm nochmal die 15 Stunden? 14? Okay. Oder 14? Okay, weil er ist immer so schnell irgendwie im Eimer. Ja, er ist ein bisschen also ich kenn das ganz von, so fit. Ich kenne das von mir selber ja auch, aber ich bin ja auch kein Cowboy. Ja, eben. Also, von daher. So, da zieht wieder der Horizont vorbei. Das könnte auch ein Zeichen sein, dass man soeben gestorben ist, aber okay. Ja, genau. Geh nicht ins Licht. Genau, geh da einfach nicht rein.
Am Lagerfeuer am Rande des Lagers kannst du Gegenstände herstellen. Das könnte man sich ja mal noch kurz ansehen, weil wir haben nichts zu tun. Am Lagerfeuer, das müsste da sein. Ja, da kannst du halt craften. Ja, jetzt haben sie alle einen Kater. Das sind wir die richtigen Feuerkollegen. Ausruhen. Ja, wir sind gerade aufgestanden. Wer will sich da ausruhen? Setzen. Mach doch mal setzen. Da kannst du wahrscheinlich von dort aus... Länger. Von dort aus irgendwie craften. Kann das sein? Nee, weggehen kann er. Oh. Mr. Matthews gave me a message for you. He said, when it was convenient, to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Okay. Emerald Ranch. Sag mal, wie redest du mit Leuten? Durchs Zelt durch? I'm always well, Miss Grimshaw. Okay, wir haben noch einen Job gekriegt von Miss Grimshaw. Ist das gelb? Da ist noch was Gelbes. Das ist aber nicht das, was gemeint war. Sondern die Emerald Ranch, die ist da hinten. Ist da hin. Klick doch mal drauf, dann hast du eine Beschreibung. Die Rückgrate Amerikas. Hosea braucht Hilfe bei einer neuen Geschäftsidee bei der Emerald Ranch, okay. Und das andere. Ja, guck mal doch schnell, was das andere ist. Im Lager, weil da sind wir ja gerade. Escape? Ja. Nicht so weit, Escape. Beziehungsweise genau. Ja, nochmal schnell. John möchte mit dir sprechen. Ölvergießen Teil 1, wäre das? Ölvergießen oder? Kann man sich hier mal anhören, ich würde oder? Das machen, weil jetzt, wir sind hier. Also es ist halt am naheliegendsten, dass wir das jetzt machen wahrscheinlich. Ja, wir können immer noch beides machen dann. Wir hören uns mal an, was John zu sagen hat. Ja, ich glaube, wenn du das hat, triggerst, oder? Ist das andere weg, aber das ist egal. Dann machen wir das mal. Welcher John denn? Gleich nochmal? Wir rasen zu John. Jo, er hier. Rasen. Hey Arthur! Jetzt rast er. Hey John. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Grüßen dich, grüß ihn mal. Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. And that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Okay. Ich würde sagen, das hört sich auch nach einer guten Geschäftsidee an, wie auf folgen diesem Pfad. Ja, gut, machen wir. Einverstanden? Mal gucken, wo es uns hinführt. Irgendwo in den Schuppen. Da oben, Valentine. Ist das was war? Da haben wir zwei. Guck mal, da ist in Cornwall ist nochmal was. Ölwagen von Cornwall und da und ist der Ölwagen von... Huch. Cornwall. Auch von Cornwall. Sind das beide? Ach so, das heißt die Gesellschaft so. Cornwall. Die Ölgesellschaft. Das ist das andere, das brauchen wir nicht, aber dann brauchen wir diese beiden Ölwagen. Dann würde ich sagen, reit doch mal dahin und guck. Nach Valentine? Ja, ist ja nicht mal weit. Aber was müssen wir da machen? Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Valentine. Wir holen uns. Ich schlage ihn gleich wieder. Soll ich ihn mal beißen abwechselnd? Ja, es hieß doch singen. Ja, stimmt, ja, genau. Es hieß auch aufhören mit singen. Ja, er. Hast du irgendwo ein er? Ja, vor allem jetzt ist der nächste Tag. Also das haben wir hinter uns mit dem Singen. Jetzt gilt wieder der Ernst des Lebens. Zum Rösschen. Renn, Junge, renn. Ich drücke hier die Taste, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Mach man doch zweimal und dann kommt er erst in die Gänge. Dass du wie beschleunigst. Scheint nicht zu klappen.
Im Prinzip könnte man da unten gleich mal gucken wegen unserem Pferd, welches denn das Beste ist, dass wir das nehmen. Welches ist denn deins hier? Das mit dem Sattel wahrscheinlich. Das müsste deins sein. Wieso ist das nicht mehr angebunden? Ich versuche mal aufzu. Aha, dieses Pferd gehört Lenny, okay. Ohne Sattel? Wir haben ja mit keinem Sattel, warum das denn? Warten Sie, ach, da ist es. Guck. Ist das unseres? Ja, das ist immerhin noch angebunden. Also von daher. Dran. War schön mit dir. Ein anderes Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Da stehen noch zwei Women rum. Kannst du die mitnehmen? Women? Da. Da, beim Wagenrad. Women. Women. Aufheben, Sack. Wir möchten aufheben die Waffen. Ach, wird für Wachen benötigt. Okay, ja, dann lassen wir die. Wir haben was am Sattel. Ja. Wir haben noch was an. Und hier haben wir ja eine Knarre. Guck mal, Pferdchen hat eins. Mit B kannst du darauf zugreifen, habe ich gerade gelesen. Jetzt B. Ist nur das auch. Beziehungsweise wir wurden daran erinnert wahrscheinlich. Ja. Was machst du denn? B-Spammen? Ich versuche V. Ach so, lange drauf bleiben. Ja, genau. Was machst du denn jetzt? Jetzt steigt er wieder ab. Naja, von unten mal das Ganze aus einer neuen Perspektive. Keine Ahnung. Was macht er denn? Ich habe das Pferd abgebunden. Ja. Reiten? Mit dem Pferd? Zur Markierung? Ja, ich möchte hier raus aus. Ach, das ist ja du wieder deine Lieblingsperspektive. Ich kann nicht. Mach doch mal. Ich finde es amüsant. Ich kann nicht so. Einfach geradeaus reiten. Ja, das ist. Und das mit ein bisschen Tempo vielleicht? Nee. Nee? Ja, aber das das aber dauert es geht so wirklich lang. Nicht. Ich glaube, deine Taste ist irgendwie. Ja, jetzt ist die Taste irgendwie. Ja, genau. Die Taste ist es. Jo, wohin? Es geht nicht. Ich helfe es immer. Geht nicht. Ich habe ihn befreit. Da. Der Nase Danke. Nach. Bitte gern geschehen. Jederzeit wieder. Ja, ja. Achtung, Baum. Oh. Ja. Gefährlich, gefährlich. Reit Lektion. So, da oben, das Städtchen ist ja eh gleich da oben. Also das ist tatsächlich nicht allzu weit. Ich weiß jetzt aber, irgendwie, ich habe nicht ganz mitgekriegt, was wir jetzt da mit der Markierung, was wir da machen müssen. Werden wir rausfinden. Weißt wir gehen du was? Mal zum Wagen. Ja. Wir klauen den Ölwagen, den müssen wir dann in irgendeinem Schuppen deponieren und dann gucken okay. Wir mal. Gib alles. Ich glaube, das Pferd ist eben doch relativ schnell. Ja, ja. Macht zwar komische Geräusche, aber es ist schnell. Mhm. Wenn du einen nicht abwirft. Ja. So. Dein Pferd ist schmutzig. Dadurch leert sich sein Gesundheitskern. Oh, hier haben wir auch schon wieder Kopfgeld. Ist doch aber nicht auszuhalten. Wir können natürlich mal kurz zur Post und dort... Ein Ölwagen! Nicht reinreiten. Und den musst du jetzt einfach klauen? Dann will ich das Kopfgeld noch nicht bezahlen, wenn wir jetzt den eh klauen. Rechte Maustaste? Nein. Eh? Da kannst du nichts machen. Aha. Jetzt will ich aber schnell losreiten. Und jetzt zurück zum Lager wahrscheinlich. Oder was müssen wir damit machen? Ich weiß es nicht. Ich weg auf alle Fälle. Ich glaube, wir sollten jeweils... Uiuiui. Das schaffen wir. Das schaffen wir nicht. Ist auch nur ein Ölwagen. Oh, Scheiße. Sind sie tot? Echt jetzt? Oh, ja, jetzt ist alles tot. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist auch nur ein Ölwagen. Also wenn der explodiert... Kleiner Wenderadius. Der Ölwagen wurde zerstört. Aber ich glaube, wir müssen den schon klauen. Ja, ja, das bestimmt. Und das dann irgendwie zurück in die Basis bringen. Also ins Lager, nicht die Basis. Ja, mach dort. Weil Mission neu starten. Ja, wobei, das macht keinen Unterschied. Auch hier weil lang die Mission drücken. Ja hier beginnt. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Lager. Nee, nee. Nee, nicht mal unbedingt. Okay, aber der Ölwagen ist weg. Nee, da ist er doch. Vielleicht zuerst den anderen ablenken, da vorne. Den Mann hier. Hey, Junge. Warum rennst du denn immer so gezielt an denen vorbei? Zielen, ausrauben, grüßen, verärgern. Ja, mal versuchen wir es mal freundlich. Mhm. Tangiert ihn jetzt eher weniger. Was? Kann man machen. Oh. Das Problem hatte ich doch auch schon mal, dass dann die Pferde durchgehen. Da haben sie wirklich an alles gedacht. So, und jetzt aber schnurstracks zurück ins Lager, bevor da jemand Neues kommt. Wir haben dann noch einen Zeugen wieder zurückgelassen. Ja, das ist okay. Ach ja, das kann ich dann ja wieder ausbaden wahrscheinlich. Kennst du denn den Weg zurück? Ja. Ich glaube es hier lang.
Aber wir müssen irgendeinen Schuppen, oder? Bist du sicher, dass das nicht irgendwie ganz falsch ist? Nö. Aber okay, jetzt Weg. Hat er das Verbrechen gemeldet. Ah ja? Und jetzt? Jetzt sind wir dort wieder gesucht und die werden uns dann, je nachdem... Das ist doch falsch hier, wir hatten noch keine Brücke. Sind wir falsch? Ja, das ist die falsche Richtung. Map aufrufen. Völlig falsch. Ja, wir sind leicht falsch. Wir sind quer rüber. Ungern, aber ich muss es eingestehen. Wo war denn die Basis gleich nochmal? Hier unten irgendwo. Was ist denn das hier? Echt jetzt? Hey, wieso ist denn unsere Basis jetzt weg? Ist das der Schuppen? Ne, guck mal, die Basis ist doch weg. Geh mal näher ran. Zielort. Das hört hier müssen wir hin. Ach, und wir hätten wahrscheinlich, das ist dann optional, welchen Ölwagen wir nehmen. Ja, einer reicht. Würde ich mir auch so vorstellen. Ja, dann musst du jetzt dahin. Okay, dann ist alles klar. Dann würde ich einmal flott einen Wegpunkt setzen. Versuche ich gerade, funktioniert auch nicht. Ja, du bist mit Enter. Aha. Zufrieden? Ja, absolut, absolut. Da hat sich jemand beschwert, dass wir immer sagen, es funktioniert nicht und wir dann aber die falschen Knöpfe erwischen. Ja, ist so. Das können wir. Was mir hier nicht gefällt, dass wir hier wieder durch müssen. Naja. Wo musst du durch? Durch Valentine. Ja, ein bisschen. Weil du kannst ja außen rum. Ja, ja. Gehst halt außen rum, ist ja auch egal. Beziehungsweise das machst du eh nicht mehr du, das machst dann wahrscheinlich wieder ich. Halt, stopp. Weil sie können jetzt hier Pause drücken, die Folge ist nämlich rum. Ist sie? Die ist rum. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich wende noch für dich. Bei einer halben Stunde, meine Herren. Ja. Nee. Er muss es ja nicht rendern. Sollen wir rückwärts durch das? Vielleicht sehen sie uns dann nicht, wenn wir rückwärts durch Valentine gehen. Halt an, steig ab und mach Feierabend. Aber ich habe meine Knarre noch gezückt. Ja, schön, für deine Knarre. Du kannst ja ganz Valentine schießen. Das ist bestimmt der Sinn der Übung. Ganz? Nee, lass mal. Mach mal jetzt Feierabend hier. Ich muss das alles noch rendern. Ich muss ihn wieder schlagen. Ich sehe es kaum. Ich wende nur noch kurz und dann... Aber speichert es denn hier oder musst du das dann nochmals machen? Ich lass die Finger von den Knöpfen, von der Maus, von allem. Das kann ich so wahrscheinlich nicht speichern. Ja, ist zu, weil wir sind mitten in der Mission drin. Das geht also nicht. Also werden wir nachher wahrscheinlich wieder hier irgendwo starten. Wir werden es ja sehen. Wo wir starten, für heute ist Feierabend. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und ja, danke an Harry fürs Steuern. Dreimal hat er soweit gut gemacht. Einmal gab es noch eine fette Abreibung. Das hat er verdient. Ja, genau. Das hat ihm auch gut getan. Er braucht das ab und an. Ja, ja, so eine kleine Motivation. So eine Motivation. Moment. Ich sag's ja, es ist ein Gräuel. Wir werden umzingelt. Wir sind umzingelt, wir sind auf einem langsamen Ölwagen. Ja, wir können aber auch absteigen und dann. Und aber ich möchte jetzt wirklich nicht mit der ganzen Stadt anlegen, das sehe ich nicht. Es sind nur vier oder fünf. Ja, die Stadt besteht bestimmt nur aus vier oder fünf Leuten, wenn sie im Salon drin schon 30 sind. Ja, die sind jetzt um uns rum. Die Was waren nicht du? In der Stadt, wo. Die sind jetzt um uns rum. Um uns rum sind sie. In Ulm und um Ulm. Genau, das habe ich eben auch gerade gedacht. Weiß ich doch. Schön, ja gut. Dann treffen wir uns morgen in Ulm und gucken, was wir da was da so abgeht. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Tschüss. Danke für die Geduld und fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.